Moin Moin und ein herzliches Willkommen hier mal wieder zurück zu einem weiteren Video auf meinem Zweitkanal. Hier dreht es sich um Fußball, ihr seht es auch oben, WM, etc., alles Mögliche. Der Banner ist vielleicht nicht mehr ganz der neueste. Ich nehme jetzt direkt nach der Prognose zur zweiten Bundesliga oder nach der Prognosereaktion auch das Ganze zur ersten Bundesliga auf. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was ich hier so getippt habe, inwiefern ich richtig liege. Ich weiß, ein Take, der komplett daneben geht. Und das ärgert mich jetzt schon, weil der wirklich so grandios in die Hose ging. Und zwar habe ich als Überraschungsmannschaft den VfB Stuttgart genannt. Ja, sie haben überrascht, aber vielleicht eher negativ überrascht. Ich habe sie, glaube ich, auf Tabellenplatz 6. Ich weiß es jetzt nicht mehr, aber ich glaube, das wird mein Shit-Take in diesem Video sein. Ich weiß es, wie gesagt, nicht mehr hundertprozentig, aber irgendwo weiter oben waren sie. Wie in der zweiten Liga Ingolstadt, die habe ich ja auf 14 getippt. Das war da vielleicht auch nicht ganz so gut. Ich würde sagen, wir starten direkt rein in die Prognose. Und ja, dann schauen wir mal. Dann machen wir es erstmal nicht ganz so spannend und werden am Ende in das Titelrennen eintauchen und das Ganze ein bisschen spannender halten. Und zwar fangen wir an mit den drei Absteigern, beziehungsweise zwei fixen Absteigern und mit dem Relegationsplatz. Ich ziehe auch gleich den... Okay, also Greuther Fürth, denke ich, der erste Take schon mal der richtige ist. Ist jetzt aber nicht der größte. Arminia Bielefeld um einen Platz verschätzt. Bochum habe ich ein bisschen zu schlecht eingeschätzt. Am Ende Tabellenplatz 14 geht in Ordnung. Bochum hätte man aber definitiv ein bisschen besser ranken können. 15. Platz mit rein, denn ich denke, da wird es relativ spannend. Wir haben auf dem letzten Platz für mich, denke ich, wird das eine eindeutige Angelegenheit. Ich denke, Greuther Fürth wird tatsächlich abgeschlagen. Letzter Platz. Ich sehe den. Okay, der Take war aber wenigstens gut. Abgeschlagen ist es definitiv gewesen. Den Kader leider einfach nicht als stark genug, auch die Neuzugänge. Ich finde auch, von den Neuzugängen hat sich Greuther Fürth nicht unbedingt stark für die erste Liga verstärkt. Das Ganze liegt natürlich auch einerseits am finanziellen Aspekt, aber ich denke, letztendlich wird man... Dann geht es um den 16. und 15. Platz. Hier habe ich zum einen... Uff. Also der Take war vielleicht sogar dann doch noch schlechter als der Stuttgart-Take. Oh mein Gott, ich habe Köln auf der 15... Lass mich jetzt nicht bitte irgendwie Hertha oben mit dabei haben. Das wäre dann richtig schlecht. Aber Köln auf der 15, natürlich waren sie im letzten Jahr oder jetzt mittlerweile in der vorletzten Saison nicht gut, aber 15. ist schon hart daneben. Also so einen schlechten Take habe ich im ganzen Zweitliga-Video nicht gehabt. Und das jetzt schon direkt am Anfang, das ist den ersten FC nicht so stark. Und Arminia Bielefeld, ich denke, zwischen den beiden Vereinen wird es ein kleiner Kampf sein. Wer am Ende dann tatsächlich, glaube ich, in der zweiten Relegation schlagen wird. Dann würde ich sagen, trage ich jetzt einmal die nächsten Vereine vor und werde da nicht viel drüber sagen und dann gehen wir in die Top 10 rein und da werde ich den, denke ich... Genauso finde ich es auch besser. Ich muss das nächste Mal direkt so schnell machen. Das ein oder andere Wort verlieren, ich denke auf Platz 14. Oh mein Gott, was habe ich hier für Takes gemacht? Freiburg 14, da wieder 8 Plätze verhauen. Nach der sensationellen Zweitliga-Prognose haue ich die Erstliga-Prognose absolut in die Tonne. Oh mein Gott, Freiburg ist so schlecht eingeschätzt. Hertha, okay, 3 Plätze am Ende vorbei, aber Freiburg so schlecht, auch Köln auch so schlecht, das ärgert mich. Dann wird der SC Freiburg landen. Weiter geht es mit Hertha BSC, die allerdings in meinen Augen immer so für eine Überraschung gut sind. Bei Augsburg bin ich auch sehr, sehr gespannt. Augsburg 12. geht klar, sind am Ende 14. Meier geworden. Und Dorsch haben sie das U21-Mittelfeld am Start und da bin ich gespannt, wie die bei Augsburg harmonieren können. Dorsch für mich ein Megatransfer. Dem bin ich mega gespannt, wie der letztendlich bei Augsburg performt. Ich denke, eigentlich gehe ich davon aus, dass es nur... Hoffenheim 11 hatten einen grandiosen Saisonstart, dann sind sie eingebrochen. Hätten sie den Saisonstart nicht gehabt, wäre das vielleicht sogar drin gewesen. Am Ende sind sie 4 Punkte vor Platz 11 und ich bin nicht unzufrieden mit dem Take insgesamt. 11. zu 9. ist in Ordnung. Eine Zwischenstation sein wird und der vielleicht schon im nächsten Jahr direkt wieder weg ist, wenn er bei Augsburg relativ gute Leistung zeigen kann. Weiter geht es dann mit Hoffenheim und dann haben wir Mainz 05, der ist... Mainz 05 auf der 10, am Ende Tabellenplatz 8, wieder 2 daneben. Wie gesagt, Stuttgart wird noch der Take sein, der absolut in die Hose geht und ich frage mich auch langsam, wo ich den VfL Wolfsburg eingerankt habe. Verein, wo wir dann wieder das ein oder andere Wort verlieren. Ich halte erstmal von Bo Svensson mega viel. Ich bin der Meinung, dass das ein richtig starker Trainer sein wird, der ja im in diesen, der ein oder andere Zugänge in 2 Jahren gerne diese Saison bestreiten wird. Mittelfeld mit vielleicht
ja, wenn es richtig gut läuft, so minimalen höheren Ansprüchen sogar, als ich das jetzt Ganze gerade hier eingezeichnet habe. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass Mainz eine richtig starke Saison spielen wird. Dann machen wir weiter. Ich kann das Bild jetzt leider nicht mehr nach oben wegbewegen und damit hat man jetzt gerade recht viel gesehen. Aber wir machen erstmal weiter mit dem nächsten Verein und zwar haben wir hier den VfL Wolfsburg. Und okay, wenigstens jetzt direkt den VfL Wolfsburg. Damit geht das. 3 Plätze daneben geht in Ordnung. Allerdings, ich glaube, ich sage das auch noch, von Van Bommel habe ich nicht viel gehalten. Ich habe auch damit gerechnet, dass er recht früh rausfliegt. Aber dass dann Kofeld übernimmt, das war vielleicht nicht unbedingt mein Plan. Und das ist für mich so ein bisschen eine Wundertüte. Ich bin echt gespannt auf Marc Van Bommel. Vorbereitung lief nicht gut. DFB-Pokal lief jetzt auch nicht gut. Ich fand schon, dass in der regulären Spielzeit Wolfsburg nicht so stark war. Sie haben ja am Ende noch 3-1 gewonnen, aber das Ganze war sehr, sehr knapp. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das Ganze verwechsel oder ob das Tor wirklich in der 90. plus 1 irgendwie war, dass sie da zum Ausgleich gekommen sind und sich in die Verlängerung gerettet haben, dann 3-1 gewonnen. Letztendlich ist jetzt allerdings doch Preußen Münster wohl in der nächsten Runde. Wolfsburg möchte zwar nochmal Einspruch einlegen, aber ich denke nicht, dass man hier irgendwas ändern wird. Denn wie gesagt, Wolfsburg hat letztendlich 6-mal gewechselt und damit ist für mich die Rechtslage recht klar. Ich denke, dass Marc Van Bommel nicht lange Trainer sein wird beim VfL Wolfsburg. Okay, genau das wollte ich nämlich nochmal gucken, ob ich das hier tatsächlich sage. Aber ich sage jetzt, dass Marc Van Bommel nicht lange Trainer sein wird. Ich bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher, dass die Saison jetzt auch schon ein bisschen vorbei ist und die Entlassung auch schon. Aber es war, glaube ich, auch die erste Trainerentlassung in diesem Jahr in der Bundesliga. Und damit, ja, war eigentlich auch hervorzusehen. Dass das da eher nach hinten losgehen wird, eher dann vielleicht im Winter oder sowas gefeuert wird und man sich dann so einigermaßen fangen kann und dann vielleicht zwischen Tabellenplatz 7 und Tabellenplatz 10 am Ende. Ja, wie ich es gerade angesprochen habe, ich habe auch damit gerechnet, Bommel wird entlassen, aber ich habe dann doch gedacht, dass für mich, für meine persönliche Meinung, ein besserer Trainer kommt. Ich halte nicht so viel von Kofeld, bin ich ganz ehrlich. Ja, es kam am Ende Kofeld und was daraus geworden ist, wissen wir alle. Ende die Saison beendet und ja, ich denke, das ist auf jeden Fall nicht das Ziel, was der VfL Wolfsburg hat. Ich denke, man hat da definitiv höhere Ambitionen. Weiter geht es dann mit Union Berlin und eigentlich können wir jetzt alles wegmachen, weil man das relativ gut gerade eben schon sehen konnte. Union Berlin, sehr breiter Kader, haben sehr viele Neuzugänge geholt, habe ich zumindest jetzt gerade im Hinterkopf. Ich bin natürlich auf den einen oder anderen Spieler auch bei Union Berlin gespannt. Ich denke unter anderem, dass Kruse und Avonie, dass die beide jeweils auf 10 Tore plus in der Saison kommen könnten und damit so ein bisschen die Lebensversicherung für Union Berlin sind. Und wie gesagt, Union Berlin hat einen breiten Kader, kann da in den verschiedenen... Also ich habe jetzt direkt nochmal nachgeschaut. Avonie und Kruse sind beide jeweils auf über 10 Tore gekommen. Natürlich ist Kruse jetzt im Winter gegangen. Das bedeutet, ja, schwierig das Ganze einzuschätzen, wie es bei Union Berlin wäre. Aber er ist ja zu Wolfsburg gegangen. Ich weiß nicht. Er hätte wahrscheinlich bei Union Berlin sogar mehr Tore machen können. Ich muss mal kurz schauen, wie viel hatte er bei Union Berlin schon? 1 Tor... 2 Tore, 3 Tore, 4 Tore, 5 Tore. Okay, dann hat er bei Wolfsburg halt den Dreierpack gegen Mainz gehabt, aber insgesamt auch 5 Vorlagen bei Union Berlin gehabt. Also ich denke, auch wenn er bei Union Berlin geblieben wäre, dann wäre dieser Take auf jeden Fall eingetroffen. Am Ende geht der Platz auch klar. Union Berlin auf 8 getippt, am Ende sind sie 5. geworden. Aber die grobe Richtung war hier schon mal recht richtig. Dann haben wir Frankfurt, die ich auf der 7 eingeschätzt habe. Am Ende sind sie 11. geworden. Doppelbelastung auf jeden Fall. Bis zum Ende der Saison haben wir auch am Ende die Europa League gewonnen. 4 Plätze daneben. Geht in Ordnung. Vielleicht wäre das sogar besser gelaufen in der Bundesliga. Hätten sie wirklich nur noch einen Wettbewerb. Aber ich denke mal, die Frankfurter sind hier nicht unzufrieden damit, dass sie am Ende 11. geworden sind und dafür die Europa League gewonnen haben. Also, ich glaube, wäre ich Eintracht Frankfurt-Fan, würde ich definitiv lieber 11. werden, die Europa League gewinnen, anstatt 7. und ja, nicht zu gewinnen. Deswegen denke ich, ist das für die Frankfurt-Fans ganz in Ordnung. Wettbewerben auf jeden Fall auf die Kaderbreite zurückgreifen und aus dem Grund denke ich, es wird wieder eine sehr solide Saison für Union Berlin werden und sie landen am Ende auf Tabellenplatz 8. Weiter geht es dann mit der 7. Hier haben wir Eintracht Frankfurt, wo der Top-Torjäger Eintracht Frankfurt verlassen musste.
bin jetzt eigentlich sogar schon, denke ich mal, ich weiß jetzt nicht, wie andere Prognosen sind, aber vielleicht sogar sehr positiv an Frankfurt rangegangen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das bei Frankfurt nicht ganz so gut läuft. Zum einen ein neuer Trainer, da bin ich auch gespannt, wie Glasner mit Frankfurt zusammenpasst. Dann hat sich da insgesamt in der Führungsriege auch einiges getan mit Bobic und Co. Dann haben wir Silva, Top-Torjäger, der geht. Ich bin gespannt, wie Boré ihn ersetzen kann. Der jetzt das erste Mal, glaube ich, ich habe mich jetzt nicht komplett mit ihm auseinandergesetzt, aber er kommt ja aus Südamerika und ich glaube das allererste Mal, dass er jetzt hier in einer Top-Liga in Europa unterwegs ist. Da bin ich gespannt. Frankfurt auch weitere interessante Neuzugänge, da bin ich auch drauf gespannt. Aber ich denke, dass, wie gesagt, Platz 7 schon recht positiv am Ende für Frankfurt wäre. Ich könnte mir ebenso wie bei Wolfsburg vorstellen, dass sie am Ende so zwischen Platz 7 und Platz 10 landen werden. Und jetzt wahrscheinlich für die meisten die größte Überraschung hier. Okay, damit habe ich sogar meinen Take noch verbessert. Stuttgart habe ich vorhin schon angesprochen. Ich wusste sogar noch, auf welchen Platz ich sie eingeschätzt habe. Da ging es voll nach hinten los. Stuttgart hatte auch miese Probleme wirklich mit Verletzungen. Aber ich denke auch mal ohne die Verletzung wäre das nicht ganz so gelaufen, wie ich jetzt hier in meiner Prognose gesagt habe. Ich überspringe Stuttgart jetzt mal. Ich glaube, ich rede jetzt gleich schon über Leverkusen. Aber ich denke, so viel werden wir uns auch nicht mehr anhören, denn wir sehen schon die komplette Endtabelle, wie ich sie geschätzt habe. Mönchengladbach war auch katastrophal, wie ich sie hier eingeschätzt habe. Leverkusen hätte man besser einschätzen können. Ich werde ja auch wieder in diesem Jahr eine Prognose zur ersten Liga machen. Da wird Leverkusen auf jeden Fall besser abschneiden. Bisher mit den Transfers von Leverkusen gehe ich so fein, wirklich. Das ist richtig, richtig stark, wie sie sich verstärkt haben, dennoch mit Schick verlängert. Also Leverkusen, ich weiß nicht, ob ich... Ich würd dieses Jahr ganz gerne einen richtigen Hot-Take mal machen und sagen, Bayern wird nicht Meister, aber das kann ich eigentlich nicht machen am Ende. Am Ende wird Bayern bei mir auf 1 stehen, auch wenn ich wirklich mal hoffe, dass wir da Abwechslung kriegen. Und ich bin der Meinung, Dortmund hat gute Transfers bisher gemacht. Ich bin nicht ganz so zufrieden damit, dass sie den Trainer entlassen haben. Das gefällt mir nicht ganz so gut, aber Leverkusen, ich habe richtig Lust auf diese Leverkusener Mannschaft im nächsten Jahr. Bin ich ganz ehrlich, ich bin 0,0 Leverkusen-Fan, aber da sind so viele junge Talente und ich schaue einfach jungen Talenten so unglaublich gerne zu in der Entwicklung und so weiter. Und aus dem Grund Leverkusen, ich hoffe wirklich, dass sie im nächsten Jahr Top-3-Kandidat sind, sie haben diesem Jahr schon gewesen, dass sie vielleicht im nächsten Jahr sogar in der Top-2 landen können, würde ich mir durchaus vorstellen können, bin ich ganz ehrlich. Bisher in dieser Bundesliga erwischt. Ich denke trotzdem, dass der VfB Stuttgart eine sehr gute Rolle in dieser Saison spielen wird und um die europäischen Plätze kämpfen wird. Am Ende für mich dann Tabellenplatz 6 hinter den Vereinen, die für mich so ein bisschen vorne wegmarschieren, so gute Leistung abrufen kann, wie bei seiner EM-Leistung. Und dann gibt es noch das dritte Fragezeichen. Okay, Schick hat auf jeden Fall Leistungen abgerufen. Es ging ja gerade um Schick, habe ich nur noch an der EM-Leistung da gehört, aber Schick hat Top-Leistungen erbracht. Das ist der neue Trainer, das hat ja der ein oder andere Verein in der Bundesliga jetzt erstmal das Problem, dass ein neuer Trainer am Start. Und auch Seoane war stark als Trainer, muss man sagen, und vielleicht sogar einer der besten Trainerwechsel, die es vor dem letzten Jahr gab. Aber ich glaube, ich habe Seoane auch in dem Video schon recht hoch eingeschätzt. Und Seoane, da bin ich gespannt, wie er sich beweisen kann in einer Top-Liga, sage ich mal, in der Bundesliga. Da muss er sich hier jetzt auf jeden Fall in dieser Saison noch beweisen. Und da bin ich dann einfach mal die ersten Spiele gespannt. Und dann kann man da, denke ich mal, noch tiefer in die Materie eintauchen und nochmal vielleicht ein bisschen genauer analysieren, wo Bayern 04 Leverkusen am Ende landen wird. Dann kommen wir jetzt zum nächsten Verein, das ist Borussia Mönchengladbach. Bei Borussia Mönchengladbach feiere ich, um ehrlich zu sein, die Offensive ziemlich doll. Ich bin echt Fan von der Offensive von Borussia Mönchengladbach. Da bin ich auch gespannt, wie sie in dieser Saison performen werden. Dazu kommt Hütter, ein Trainer, von dem ich ebenfalls viel halte. Und aus dem Grund denke ich, dass Borussia Mönchengladbach neben der Top 3 ist ja mittlerweile nicht mehr Trainer, aber bei Borussia Mönchengladbach lief auch außerhalb des Fußballs relativ viel drunter und drüber mit Eberl und Co., was da passiert ist. Deswegen, ja, der Take ist schlecht mit 6 Plätzen Differenz, am Ende 10. geworden, aber was da alles bei Borussia Mönchengladbach passiert ist, damit hätte ich auch im Leben nicht rechnen können, vor allem mit dem Eberl-Thema. Aber ja, wer soll das schon? Das nächste Team ist, was in der Tabelle oben auftaucht und damit Platz 4 für Borussia Mönchengladbach. Das Spiel gegen Bayern war übrigens auch sehr, bin ich mega gespannt drauf. Ich denke aber auch, dass zum Beispiel Haaland und Malen unglaublich stark funktionieren könnten zusammen. Ich bin gespannt, wie
Okay, das lief schon mal gar nicht gut. Wie oft die letztendlich zusammen auf dem Platz stehen werden. Malen kann ja auf dem Flügel sowie im Sturm spielen. Dazu neuer Trainer, da bin ich natürlich auch gespannt drauf. Aber ich denke mal, über Bayern müssen wir jetzt nicht mehr so viel hören. Aber insgesamt war die Prognose zur ersten Bundesliga deutlich, deutlich, deutlich schlechter als zur zweiten Liga. Liegt vielleicht zum einen daran, dass ich die erste Fußball-Bundesliga nicht mehr ganz so extrem verfolge, wie zu der Zeit, wo der HSV in der ersten Liga war. Ich schaue mir natürlich Spiele an, so viel wie ich kann, aber Priorität liegt für mich einfach vom Zuschauen auf der zweiten Fußball-Bundesliga. Im nächsten Jahr wahrscheinlich auch wieder, weil der HSV einfach in der zweiten Liga spielt. Aber vorne ging das einigermaßen in Ordnung. Wir haben ein paar Takes, die absolut daneben gingen. Das sind, glaube ich, Gladbach jetzt gewesen, Stuttgart gewesen und Köln und Freiburg. Hätte man die beiden, hätte man das irgendwie noch komplett getauscht, wäre das vielleicht sogar einigermaßen in Ordnung gewesen. Aber ich bin mit der Erstliga-Prognose als Fazit nicht zufrieden. In der zweiten Liga, muss ich sagen, bin ich sehr, sehr zufrieden. Hier leider überhaupt nicht, aber das sind nur mal Prognosen, das sind einfach meine Erwartungen und nicht irgendwelche Statistiken, die hier mit einfließen, sondern einfach das, was ich jetzt erwarte vor der Saison. Und das Ganze werde ich auch zur nächsten Saison wieder machen. Mal sehen, ob ich da dann vielleicht auch in der ersten Liga ein bisschen dichter dran bin am Ende. Ein paar Takes sind ja wenigstens einigermaßen aufgegangen, aber insgesamt bin ich nicht zufrieden mit dieser Prognose. Ich hoffe trotzdem, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn ja, lasst liebend gerne einen Daumen nach oben da, würde mich mega freuen. Und supportet auch gerne den Kanal, indem ihr ein Abo da lässt. Das Ganze ist kostenlos. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao, ciao.